Ja, liebe Gemeinde, ich freue mich, dass wir heute Abend hier im Gemeindesaal zusammenkommen können und auch, dass wir wieder über Telefon und Internet Verbindung mit unserer Internetgemeinde haben dürfen und dass wir wieder neu starten können mit einer Bibelstundeneinheit. Das ist ja ein bisschen her, dass ich hier Dienst haben durfte. Zwischenzeitlich war Bruder Katzner dran und dann war Weihnachten. Aber jetzt dürfen wir neu durchstarten und bis zum Sommerferien wird das jetzt alles durchlaufen. Ja, wir hatten im alten Jahr noch einmal abgestimmt über Themen, die Sie interessieren würden, wo Sie einen Schwerpunkt gesetzt haben wollten. Daniel hatten wir schon im letzten Jahr abgearbeitet, das war Nummer 1. Nummer 2 waren, ich sage das mal, so eine ganze Menge unterschiedlicher Fragen. Ich habe das einfach mal eine Handvoll Fragen genannt, die zum Teil jetzt nicht direkte biblische Texte zur Grundlage haben, aber doch viel mit der Bibel zu tun haben. Und da war eine Sache, die war ganz besonders intensiv benannt worden, eben, ja, wie komme ich denn mit Menschen ins Gespräch? Was kann denn hilfreich sein, wenn so die Standardargumente kommen? Und ich habe das einfach mal dann zusammengefasst, habe gesagt, so Apologetik, Mission, damit wollen wir uns heute Abend beschäftigen. Wie gesagt, die nächsten 4 Abenden auch noch weiter, Mittwochsabend jeweils mit Einzelfragen, also keine zusammenhängende Einheit, wo ein Buch durchgehend besprochen wird, sondern Einzelfragen, die Sie gewählt haben. Und danach, da werden wir dann wieder schön Lectio Continua, so nennt man das im reformierten Bereich, eben sich einem Buch oder einem Abschnitt der Bibel wenden, dass wir den durchlesen werden. Ja, Mission und Apologetik, dazu habe ich eine Bibelstelle mitgebracht aus Johannes 1, die soll uns in der Andacht so ein bisschen hinführen zum Thema. Ganz missionarische Geschichte. Ich lese die Verse 45 bis 49. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm: Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm: Komm und sieh es. Jesus sah Nathanael kommen und sagt von ihm: Siehe, ein rechter Israelit, in dem kein Falsch ist. Nathanael spricht zu ihm: Woher kennst du mich? Jesus antwortet und sprach zu ihm: Bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete ihm: Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Amen. Wir wollen stille werden und beten. Lieber und Heiland, danke, dass wir jetzt wieder neu mit der Bibelstunde beginnen dürfen. Danke, dass wir uns heute Abend Gedanken darüber machen können, wie das gelingen kann in der Mission, wenn wir versuchen, dich anderen Menschen nahe zu bringen, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass du jeden Einzelnen ansprichst, der jetzt hier ist, auch diejenigen, die über Telefon und Internet zugeschaltet sind, und dass du uns deinen Segen schenkst, auch für die Andacht, damit das, was wir hören, nicht nur theoretisches Wissen bleibt, sondern dass wir es möglichst auch in die Praxis umsetzen. Dazu brauchen wir aber deine Hilfe und darum wollen wir dich jetzt bitten, Herr, für die Andacht, für den ganzen Abend, um deinen Segen, dein Mitgehen, Herr. Amen. Ich habe diese Andacht überschrieben, ein Paradigma, also ein Beispiel einer Bekehrung, wie Nathanael zu Jesus findet. Wie so häufig habe ich 3 Punkte mitgebracht. Nathanael, ein skeptischer Mann. Zweitens, Nathanael, ein eingeladener Mann. Drittens, Nathanael, ein überzeugter Mann. Denn Nathanael ist zunächst einmal jemand, der keine Beziehung mit Jesus hat. Und als er mit Jesus in Berührung kommt, da ist er zunächst einmal sehr, sehr skeptisch. Er sagt: Was kann denn aus Nazareth Gutes kommen? Sein Freund, der Philippus, kommt zu ihm und spricht davon, dass sie den Messias gefunden haben, den, von dem Mose die Gesetze und die Propheten gesprochen haben. Aber da sagt er: Was soll ich denn von diesem Jesus erwarten? Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Er ist skeptisch, er hat Vorurteile. Das heißt, bevor Jesus überhaupt kennenlernt, hat er schon ein Urteil über ihn gefällt. Das ist etwas, was ihn zum Beispiel macht für viele Menschen, mit denen wir Kontakt haben und ihnen über Jesus erzählen wollen. Auch diese Menschen haben häufig Vorurteile, meinen schon alles über Jesus, über Nachfolge, über Gemeinde zu wissen und deshalb sind sie skeptisch bis hin zur Ablehnung. Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Er ist ein skeptischer, ablehnender Mann und deshalb ist er zunächst nicht erreichbar, dieser Nathanael. Aber, das werden wir gleich sehen,
da ist jemand anders, der setzt nach und der lässt sich nicht von der ersten Skepsis, nicht von der ersten Ablehnung, nicht von diesem Vorurteil abschrecken, sondern er setzt nach und er lädt diesen Nathanael ein. Und das ist das zweite, Nathanael, ein eingeladener Mann. Der Philippus setzt nach. Er lässt das so stehen und sagt, komm, probier es aus. Komm und probier es aus. Er geht hin und lädt ihn ein. Wir wissen aus der Bibel, dass Nathanael und Philippus ein besonders enges Verhältnis hatten. Nathanael wird ja bei den anderen Evangelisten Bartholomäus genannt. Und die beiden werden immer in den Listen zusammen genannt und stehen halt ganz, ganz eng zusammen. Auch in der Kirchentradition werden beide immer zusammen als quasi enge Freunde, vielleicht auch Verwandte benannt halt, die eben zusammengehört haben. Und Philippus geht diesem Menschen, dem wichtig ist, nach. Er belässt es nicht dabei bei der ersten Abfuhr, sondern er lädt ihn ein. Und er lädt ihn ein und bittet ihn, es persönlich auszuprobieren. Und er wirft alles in die Waagschale. Auch wie er ihn annonciert, diesen Jesus. Da kommt er nicht mit so ein bisschen um die Ecke. Du, ich habe gehört, er hat das ein oder andere Wunder getan oder dieses und jenes. Er sagt mit einem Mal, das ist der Messias, das ist der, von dem Mose, Gesetz und Propheten berichtet haben halt. Und er lädt ihn ein, diesen Jesus auszuprobieren. Und das ist etwas ganz Wichtiges, was wir lernen können, dass wir einfach auch einfach Menschen einladen, es auszuprobieren. Viele machen den Fehler, dass sie meinen, über den Intellekt argumentativ dadurch Menschen erreichen zu können. Das können sie alle vergessen. Niemand wird dadurch gläubig, weil irgendein anderer so ganz hervorragend das Evangelium erklären könnte. Kein Mensch ist in der Lage, durch brillante Rhetorik irgendwelche Dinge den Glauben so rüberzubringen, dass ein anderer gläubig wird. Das muss immer Jesus tun. Menschen können es nicht. Wenn es Menschen können würden, dann müsste ich mich fragen, ja, warum habe ich diesen Trick, diesen Kniff nicht gelernt? Nein, es ist nicht unsere Rhetorik, es ist nicht unser Intellekt, es ist nicht das, was wir tun können. Jesus selber, das werden wir gleich sehen, ist es, der sich bezeugt. Aber wir dürfen einladen, und das ist das Entscheidende. Einladen, es auszuprobieren, das ist ganz wichtig. Es ist auch wichtig, da werden wir nachher zu kommen, über Dinge zu sprechen, dass wir unseren Glauben verteidigen und Dinge erklären. Aber da soll niemand meinen, dass über die Erklärung des Glaubens, über die Apologetik Menschen auch gewonnen werden können. Gott kann das tun, gar keine Frage. Aber das Entscheidendere ist die Einladung zu Jesus, dass Menschen es ausprobieren. Das ist ein zweites, Nathanael, ein eingeladener Mann. Und ein drittes und letztes, Nathanael, ein überzeugter Mann. Jetzt hat Philippus eingeladen und dann kommt Jesus und Nathanael äußert, ja, woher kennst du mich, nachdem Jesus ihn so anspricht? Und dann sagt er, ich habe dich unter dem Feigenbaum gesehen. Und dann merken wir, hier ist sofort die persönliche Beziehung zu Jesus. Das muss Jesus tun. Glauben ist nicht ein Nachbeten dogmatischer Floskeln. Davon haben wir genügend Theologen in der EKD, die hervorragend wissenschaftlich ausgebildet sind, auch sagen können, was in der Bibel steht, aber sie haben keine persönliche Beziehung zu Jesus. Aber darauf kommt es an, dass Jesus mich persönlich anspricht. Und das passiert hier genau bei dem Nathanael. Er sagt, ich habe dich gesehen unter dem Feigenbaum, ich kenne dich. Und dann macht es Klick. Da braucht es nichts anderes mehr. Da braucht es keine Erklärung mehr, da braucht es keine Dogmatik mehr. Wir wissen nicht, was das mit dem Nathanael war unter dem Feigenbaum. Ob er da ein Gelübde gegeben hat, ob er irgendeine Schuld bekannt hat, ob er irgendwas Spezielles gebetet hat. Wir wissen es nicht, Nathanael schon. Und er wusste ganz genau, in dem Moment steht er vor dem lebendigen Gott. Hier ist niemand anderes als Gottes Sohn selber. Er ist der Messias. Das ist das Persönliche, was eben nur Jesus tun kann, diese Überzeugung. Die können wir nicht machen, die kann nur Jesus schenken. Aber wer sich einlässt auf die Begegnung, wer die Einladung annimmt, hier zu Jesus zu kommen und der nicht wiedergeboren ist, der darf auch damit rechnen, dass Jesus ihm begegnet und dass er ihn auch zu einem seiner Nachfolger macht, wie eben diesen Nathanael, diesen Bartholomäus. Das als Einstieg in diesen Abend zum Thema Mission und Apologetik, wie wir den Glauben Menschen erklären können, diese Geschichte einer Bekehrung, wie Nathanael zu Jesus findet. Nathanael ein skeptischer Mann, Nathanael ein eingeladener Mann und Nathanael ein überzeugter Mann. Amen. Wir wollen kurz stille werden und beten. Ja, lieber Herr Jesus Christus, danke, dass du vor 2000 Jahren den Nathanael erreicht hast, dass er dir persönlich begegnet ist, Herr, und dass er zum lebendigen Glauben gefunden hast. Und danke, dass du das auch in unserem Leben getan hast, dass wir dir persönlich begegnen durften, dass wir feststellen konnten, du bist wirklich Gottes Sohn, du bist der Messias, Herr.
Und danke, dass du das auch noch weiter tust und dass du uns gebrauchen möchtest als deine Nachfolger, die wir dir gehören, zum Evangelisations- und Missionswerk hier auf dieser Welt, dass wir auch noch einladen dürfen. Danke, Herr, dass noch Gnadenzeit ist, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass du dazu beiträgst und hilfst für diese Stunde, dass sie wirklich ein Stück weit einfach dazu helfen kann, dass dieses Einladungswerk zu dir ein Stück weit auch in unserer Gemeinde besser gelingen kann, Herr. Amen. Wollen singen, altes Missionslied, 311, noch drin Jesu, frohe Botschaft, 311, noch drin Jesu, frohe Botschaft, alle drei Liedstrophen. Danke, Markus, für die Begleitung. So, wir haben eine Handvoll Bibelstunden jetzt vor uns mit der heutigen 5. Deshalb eine Handvoll. Heute geht es um Mission und Apologetik. Nächste Stunde geht es um Anfechtung und Versuchung. Dritte Stunde wird es um Israel gehen. Vierte Stunde um das tausendjährige Reich und in der fünften Stunde um das Geld. Das waren die Themen, die Sie interessiert haben. Ich will versuchen, da biblisch etwas zu sagen. Ja, wir wollen anfangen, um das zu erarbeiten, dieses Thema Mission und Apologetik, dass ich mit so einer Stück weit einem Gedankenanstoß mit der Motivation beginne,
dass ich einfach so ein paar Dinge sage, die jetzt erstmal nicht ganz so verbindend sind, aber die alle wichtig sind zu diesem Thema. Jetzt kann man vielleicht sagen, ja, was geht mich das an heute Abend, dieses Thema Mission und Apologetik, also Verteidigung des Glaubens und der Versuch, Menschen zum Glauben zu bringen. Ich möchte an den Taufbefehl erinnern, Matthäus 28. Da heißt es, dass Jesus Christus sagt, geht hin in alle Welt, mache zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Also Jesus befiehlt uns hier in dem letzten, was er seinen Jüngern sagt, zu seiner Erdenzeit, dass wir eben hingehen sollen, Menschen zu Jüngern machen, missionieren und sie auch unterrichten sollen. Und dieser Befehl gilt nicht nur mir, als hauptamtlichen Theologen, als Pastor, sondern der gilt allen, den Ehrenamtlichen wie den Hauptamtlichen. Jeder, der wiedergeboren ist, ist auch Missionar. Das ist ganz wichtig und diesen Befehl haben Sie bei Ihrer Taufe gehört. Also nicht ich spreche das jetzt aus, sondern Jesus hat Ihnen das schon bei der Taufe, bei Ihrem Sakrament zugesprochen, denn dieser Taufbefehl ist da mit ganz, ganz großer Wahrscheinlichkeit gelesen worden. Wenn nicht, dann möchte ich es Ihnen sagen, dieser Befehl, dieser Taufe-Missionsbefehl gilt Ihnen. Das ist das eine. Also Jesus gibt einen klaren Auftrag. Dir und mir, Ihnen und mir. Zweitens, wenn Menschen nicht zu Jüngern Jesu werden, wenn sie nicht wiedergeboren werden, dann sagt die Bibel eindeutig, dass sie verloren werden für Zeit und Ewigkeit. Also es geht hier nicht darum, dass wir irgendwelchen Leuten irgendwelche Autos verkaufen oder irgendwelche Hosen anschwatzen oder sonst irgendetwas oder eine besondere Ernährungsstrategie. Hier geht es um ewiges Verlorensein, ewiges Gerettetsein. Das ist etwas, was wir zwar rein theoretisch wissen, aber das ist wichtig, dass wir das einfach auch praktisch durchdenken für die Menschen, für die wir Verantwortung haben. Sprich, wenn wir in einem Umfeld leben, in der Familie, am Arbeitsplatz, in der Schule, an der Universität, in der Nachbarschaft, wo Menschen sind, die Jesus nicht kennen und die darin verharren, bis sie sterben, gehen die verloren für Zeit und Ewigkeit. Das ist ganz wichtig, dass man das vor Augen hat. Dass es nicht irgendwie jetzt eine Idee von irgendeinem Pastor ist, der sagt, ja, wir sind eben im missionarischen Gemeindeaufbau in unserer Gemeinde verpflichtet, sondern wenn das so ist, dass Menschen verloren gehen für Zeit und Ewigkeit und ich den Auftrag zur Mission habe und Evangelisation und Lehre, wenn ich dann diese beiden Punkte zusammenbringe, dann ist nur noch die Frage, wie mache ich es denn? Dann ist nicht die Frage, ob ich das mache, ob ich missionarisch aktiv wäre, ist nur die Frage, wie ich es mache. Und das sollte heutiger Abend so ein paar Hinweise geben. Aber das ist mir als erstes wichtig, dass uns das einfach noch als Mission, als Motivation klar ist. Wenn wir eines Tages in der Ewigkeit sind und dann werden viele nicht dabei sein, dann werden wir uns sicherlich fragen, hätten wir nicht mehr sagen müssen? Hätten wir nicht treuer bekennen müssen, hätten wir nicht mehr die Hände falten müssen, hätten wir nicht die ein oder andere Gelegenheit wahrnehmen sollen, anstatt über den Urlaub Werder Bremen das neue Auto zu sprechen, einfach zu sagen, wir bringen das Gespräch mal auf Jesus. Hätte ich vielleicht mir mal Zeit nehmen sollen, nochmal einen Brief zu schreiben, um ihm, ob ihr, nochmal ganz deutlich zu sagen, worauf es ankommt, damit sie es nochmal eindeutig gehört haben. Also das nochmal ganz wichtig, das als Motivation für uns, wenn wir uns heute Abend mit etwas beschäftigen halt, das ist nichts Theoretisches, das ist es natürlich auch mit dem, was Sie vor sich liegen haben, sondern etwas ganz, ganz Wichtiges für deine und ihre Nachfolge. Zweiter Gedankenanstoß, den ich mitgeben möchte, das Gebet. Bevor wir gleich über alle möglichen Dinge sprechen, den einen oder anderen Trick oder die ein oder andere gute Handlungsweise, die man machen kann, ist das Allerwichtigste für die Mission, auch wenn wir mit Menschen reden über den Glauben, dass wir beten. Es ist die wertvollste Waffe, das notwendigste Instrument, das uns gegeben ist. Und zwar vor, während und nach unseren Missionsbemühungen. Und ich bitte euch immer wieder zu beten, zu beten, zu beten, zu beten. In Deutschland wird zu wenig gebetet. Das ist vor 100 Jahren anders gewesen. Ich kann da keine Statistiken bemühen, weil das ist nie irgendwo erfasst worden. Aber aus dem, was ich mitbekommen habe, wie es früher war in Deutschland, in den frommen Kreisen, wie viele Gebetskreise es da gab, wie viel auch persönlich gebetet wurde, wie die Frommen eben nicht mit Smartphone, mit Fernseher sonst so die Zeit verbrachten, sondern früher ganz klar viele Brüder, Schwestern ganz klar abends eine Stunde gebetet haben. Ich weiß nicht, ob es ein Drittel, ein Viertel, ein Fünftel dessen ist, was vor 100 Jahren in Deutschland gebetet worden ist, aber in diesen Dimensionen bewegen wir uns definitiv. Und deshalb ist auch vieles bei uns so schwach und schwierig, mit dem Wort Gottes, weil viel zu wenig gebetet wird.
Und gerade was Evangelisation und Mission angeht, ist das etwas ganz, 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 ganz wichtig, dass wir dafür beten. Gebet ist die wichtigste Arbeit im Reich Gottes. Ich kann das immer nur wiederholen. Beten, beten, beten. Und zwar alles, was die Gebetsmöglichkeiten hergeben. Ob wir Gebetskreise haben, ob wir eine Gebetswoche wahrnehmen, Gebetsinitiativen für Erweckung, das haben wir immer wieder auch gemacht, halt. Ob man persönlich betet in einer Gebetsgemeinschaft, beten, beten, beten. Man kann nicht zu viel beten. Übrigens, die Bibel sagt das auch, betet ohne Unterlass halt. Also das ist der Maßstab, den die Bibel uns gibt. Wichtig, das möchte ich als persönlichen Tipp geben, beten Sie, wenn Sie missionarisch unterwegs sind, erstmal für einen Menschen. Sie dürfen immer auch beten, Herr, erwecke du ganz Bremen, ganz wichtig. Aber wenn Sie Menschen kennen, die nicht wiedergeboren sind, dann fangen Sie nicht an, 30 auf einmal zu beten und da zu kämpfen, denn das sind Glaubenskämpfe. Gehen Sie hin, nehmen Sie einen Menschen, den Sie kennen, der nicht wiedergeboren ist, der keine Beziehung zu Jesus hat, und nehmen Sie den im nächsten halben Jahr auf den Gebetskalender, dass Sie sagen, dafür bete ich jeden Tag, ich bete, dass er zum Glauben kommt. Jetzt können Sie sagen, aber all die anderen ja noch nicht. Wenn Sie mehr Kapazitäten haben, nehmen Sie auch zwei oder drei. Aber wenn jeder einen nehmen würde, dann ist schon viel. Und das ist ein Kampf. In Markus 2, diese Geschichte, wie einer zu Jesus gebracht wird, die Gelähmtenheilung, da schleppen vier einen zu Jesus. Da sind vier notwendig und einen zu bringen. Und das ist in der Mission und Evangelisation so. Na, es gibt Gnadenzeiten, wo auch dann Hunderte, Tausende auf einen Schlag kommen. Aber die Regel ist, dass es ein brutales, hartes Arbeiten ist, halt, dass Menschen zu Jesus finden. Und deshalb da ruhig runterbrechen und sagen, in kleinen Dimensionen denken, für einen Menschen beten, und zwar von ganzem Herzen. Für den Beten, ich komme gleich auch noch dazu, dass man dann, wenn man eine ganze Weile gebetet hat, auch andere Schritte einlenken kann. Aber das Gebet ist so wie das Umgraben des Ackers, das Düngen halt, bevor man aussät, macht man erstmal alles fertig, damit Dinge überhaupt auf fruchtbaren Boden fallen können. Wichtig, ich möchte Sie und euch immer wieder daran erinnern, an die Gebetsaufgabe, welche ich als Elternteil habe, als Pater habe, wenn ich meine Kinder habe taufen lassen. Sie sind ja alle bei den Taufen immer dabei, wir fragen ja immer, wenn dann Säuglinge getauft werden, versprechen Sie, dass diese Kinder im christlichen Glauben erzogen werden? Und dann sagen die Paten und Eltern, ja. Und wenn ihr Kinder habt, wenn ihr Enkelkinder habt, vielleicht nicht Paten, betet für die, dass sie zum Glauben kommen. Ganz wichtig, beten, beten, beten. Patenkinder, nicht vergessen. Und wenn die 14 sind, konfirmiert sind, heißt das nicht aufhören mit Beten. Da muss man vielleicht nichts mehr zum Geburtstag oder zu Weihnachten schenken. Das ist was anderes. Aber beten tun Sie bitte für die Leute, bis sie die Augen zumachen. Ganz wichtig, das sind Menschen, die Ihnen anbefohlen sind. Wenn die im Glauben stehen, weiter dafür beten, dass sie wachsen im Glauben, dass der Herr sie weiter stärkt und festhält. Und wenn sie noch nicht im Glauben sind, dafür beten, dass der Herr sie findet. Wichtig, auch gucken, wo ich in dem Abschnitt, wo ich mich momentan bewege, in der Gemeinde Auftrag habe, die ganz vorne stehenden Missionare im Gebet zu unterstützen. Die Prediger, Pastoren, die Missionare, die draußen sind. Das ist ganz wichtig. Der Widersacher schießt auf die Köpfe. Der weiß ganz genau, wenn er so einen Pastor irgendwie packen kann, verführen kann. Da kannst du ganz vieles mit fällen. Und das sind alles nur, und euer Pastor in allererster Linie halt, ganz schwache Kandidaten. Deshalb Hände falten, immer wieder für die auch beten, die vorne stehen. Das ist ganz wichtig. Gebet ist die wichtigste, wertvollste Waffe, die wir in der Mission haben. Dritter Gedankenanstoß, planvolle Mission. Man kann nicht alles nur dem Zufall überlassen. Es ist ganz klar, dass Gott auch Dinge schenkt, die wir nicht geplant haben, wo wir nicht 3 Monate vorher gebetet haben, bis wir dann hingehen und dann jemanden ansprechen. Gar keine Frage, Gott stellt uns auch manchmal Menschen in den Weg. Gar keine Frage, und dann sollen wir auch alle Möglichkeiten nutzen. Aber auch dafür muss ich ein Stück weit vorbereitet sein. Und ich bin ein ganz großer Fan von Planungen in allen Dingen. Ob das nur eine Gemeindeleitung ist, ob das meine finanzielle Planung zu Hause familiär ist, aber erst recht auch in der Mission. Dass ich sage, ich gehe das planvoll an. Immer im Gebet und immer wieder Gott hinlegend, wenn das nicht sein soll, dann mach bitte die Tür zu. Aber, dass ich weiß, wenn ich Mission haben möchte, Erweckung haben möchte, dass ich gewisse Dinge auch planen muss, dass das ganz selbstverständlich ist. Und da ist in allen Bereichen, das gilt auch fürs Geschäftliche, fürs Familiäre, immer die 3 großen Ks. Erstens Kommunikation, zweitens Konzeption und drittens Konzentration. Heißt, wenn ich Mission haben will, dann fange ich nicht blindwütig an, dann frage ich erstmal ein paar Leute, die Ahnung davon haben. Lese mich ein, wie Erweckungsbewegungen funktioniert haben, wie man einfach ein missionarisches Gespräch führen kann. Mache Fortbildungen, beispielsweise, es gibt so eine ganz tolle Methode, die Bibel in das Gespräch einbringen, halt mit den müden Reden zur rechten Zeit. Da haben wir auch schon mal ein Seminar hier drüber gemacht, eine Bibelstunde halt. Stimme mich in der Gemeinde ab.
erstmal sprechen, was man machen kann. Einen Plan machen. Und wenn man einen Plan hat und sagt, okay, das wollen wir dann machen, dann mache ich halt diesen Plan als Konzept, das ist das Zweite, und sage, okay, so gehen wir es an. In der Zeit so. Also wenn ich beispielsweise eine Evangelisation plane, dann gehe ich erstmal ins Gespräch mit Gott, dann gehe ich ins Gespräch mit den Brüdern und Schwestern, was können wir machen, wen laden wir ein, dann sagen wir, wir holen den Pazani oder den Schäufler, weiß der Kuckuck wen halt, und dann sagen wir, okay, dann machen wir das Konzept an den und der Zeit und dann ziehen wir das konzentriert durch, mit dem Gebet, mit den Einladungsschreiben, mit all den Dingen, so zieht man das durch. Wir haben vor anderthalb Jahren hier The Turning gemacht. Da hat Johannes Müller gesagt, komm, nochmal richtig an raus. Dann hat er dieses Konzept entwickelt, hat The Turning, hat er anderswo gesehen, gehabt in England, wunderbare Geschichte mit anderen Gemeinden zusammen. Sind wir 14 Tage lang rausgegangen, morgens und nachmittags halt, haben Leute angesprochen am Marktplatz, über 600 Leute am Übergabegebet gesprochen, über 2000 Gebete, die wir sprechen konnten. Das ist nicht vom Himmel gefallen, sondern das war ein konzeptionelles Vorgehen, das konzentriert durchgezogen worden ist. Da waren manchmal 50, 60 Leute hier morgens, die dann rausgegangen sind in Zweiergruppen. Wir sind bewusst rausgegangen, haben Leute auch bewusst Fragen gestellt, da gab es ein richtiges System, da wurde eine Stunde unterrichtet, nach welchem Konzept wollen wir missionieren? Ich sage euch ganz ehrlich, das war zu Anfang für mich sehr schwierig, habe ich gedacht, hoppsala, also mir muss doch keiner erzählen, wie man es macht. Und dann habe ich mich immer in die Kirche gestellt, wo alle rausgegangen sind, habe ich in der Kirche gedacht, ja, ich warte, bis die in die Kirche kommen. Sind viele in die Kirche gekommen, den habe ich aber nur die Kirche zeigen können. Das habe ich zweimal gemacht, beim dritten Mal bin ich mit rausgegangen, so haben sich drei Leute bei mir bekehrt, obwohl ich nur gebetet habe, ein anderer das Gespräch geführt. Also das war was Sinnvolles, ein Konzept zu haben, zu sagen, gezielt rauszugeben, zu wissen, was man macht. Und selbst wenn man es nicht macht und man sagt, ich habe jetzt keine Strategie, was ich sage, aber das ist wichtig, das ist gut, dass ich sage, und da ist nichts Ehrenrühriges dabei zu sagen, ich möchte das jetzt, dass Menschen zum lebendigen Glauben kommen und mir dann einfach ein Konzept mache, so wie das in allen Bereichen auch ist. Wenn du sagst, ich möchte Englisch lernen oder ich möchte mir ein Haus bauen oder ich möchte ein guter Fußballer werden, dann kannst du nicht nur warten, bis es irgendwann passiert, dann musst du ein Konzept machen, wie es geht und das musst du konzentriert durchziehen. So ist das. Und das ist wichtig. Aber auch wenn ich das nicht habe, sind gewisse Dinge in der Vorbereitung wichtig. Gerade wenn ich gleich über so Standardargumente spreche. Also ich möchte gerne Menschen zu Jesus bringen, aber habe mich nicht darauf vorbereitet, wie so ein missionarisches Gespräch aussieht. Die werden dann ganz, ganz kurz, diese missionarischen Begegnungen häufig. Da hat man das 3-4 Mal gemacht, ist dann ein Schiffbruch erlitten bei den Leuten, weil die mit Argumenten gekommen sind, auf die man nichts zu sagen wusste. Man hatte nichts in der Hand, wusste nicht, wie man es machen sollte und dann stellt man häufig die Dinge ein. Also darauf vorbereitet sein, auch das ist ganz wichtig, da werden wir gleich drüber sprechen. Das heißt, planvolle Mission, ganz wichtig, planvolle Mission. Dann noch einen letzten Gedankenanstoß, einzelne Splitter. Erstens, in kleinen Dimensionen denken, nicht zu viel von sich selber verlangen. Auch das erlebe ich immer wieder bei Mitarbeitern, die denken, das ganz große Programm, die ganze Schule, die ganze Firma, die ganze Nachbarschaft und sind dann schnell nach einem halben oder einem Jahr erschöpft und frustriert, weil gar nichts geklappt hat. Deshalb sage ich immer, einen rausgreifen, einen Menschen zum Zielobjekt. Und dann ruhig hingehen, tägliche Fürbitte, Gebet um Erweckung für diesen Menschen, dass man wirklich sagt, für einen Menschen, beten Sie mal für einen Menschen, 3 Monate lang, jeden Tag 5 Minuten, nur für diesen einen Menschen. Dass wirklich dann intensives auf die Knie gehen. Nicht nur zu sagen, okay, ich habe den jetzt am Gebetszettel, jetzt bete ich den auch noch mit, habe aber auch meinen Neffen, meine Nichte, meine Enkel, weiß der Kuckuck wen, meinen Pastor, alles, den nehme ich auch noch mit und da bleibt für jeden so 3 Halbsätze übrig. Nein, wirklich 5 Minuten intensiv ringen. Da passiert was. Da passieren Dinge, da öffnen sich auf einmal Sachen in der unsichtbaren Welt. Hingehen, auch wenn man dann jemanden missionieren möchte, erstmal freundschaftliches Verhältnis aufbauen. Also manchmal gibt es Gottes auch, dass man wirklich jemanden direkt dann begegnet. Also ich erzähle mal so eine Brutalsgeschichte in meiner ersten Gemeinde, wo ich war. Kommst du da an, Ende 20, und dann sagt das Presbyterium, ja, da ist so ein Neubaugebiet, da könntest du mal missionieren, wir stellen dir eine Schwester an die Seite. Und dann bin ich mit der Schwester, ganz liebe Frau halt, nicht losgezogen halt, wir klingeln bei den ersten, ich bin da ganz frisch, stehe da, die Tür geht auf und dann sagt die Frau, ich habe gar nichts gesagt, hallo, das ist unser neuer Pfarrer, Pastor Latzel. Und jetzt kannst du alle Sorgen, alle Nöte rausbringen, all deine Schwierigkeiten. Du kannst jetzt dein Leben Jesus übergeben. Und ich habe gedacht, ach du liebes bisschen, so nach dem Motto. Ich hätte ja viel lieber reingehen, Wohnzimmer sprechen, vorstellen, hinterher so ein bisschen und dann so Andeutung. Es war eigentlich alles falsch, was man falsch machen konnte. Was passiert? Die Frau steht auf der Tür, fängt an zu heulen und sagt, ich bin so fertig, ich kann nicht mehr, es ist so gut, dass Sie kommen. Nicht? Und da war nichts mehr mit, Pastor Latzel, wo kommen Sie her, was ist Ihr Hintergrund? Wir waren sofort in einem Seelsorgegespräch und war eine sehr, sehr gute Begegnung. Trotzdem, das ist nicht die Regel. Die Regel, ich kann das nur raten, es besser so zu machen, erstmal Kontakt aufbauen, wenn man jemanden hat in der Firma, dass man dem zeigt, Mensch, ich lebe mein Christentum auch, persönliches Verhältnis aufbauen, Einladung zum Essen, ihm bei seinen Problemen helfen,
ich sage das mal unter dem Stichwort, dem Nächsten zum Engel werden. Dadurch werden wir niemanden bekehren, aber Ehrung vor Bekehrung ist so ein ganz altes Evangelistenschlagwort. Und das ist etwas ganz Wichtiges, wo man vieles vorbereitet, wo dann vieles hinterher möglich ist, wo man sagen kann, und jetzt können wir eine Einladung aussprechen. Gehen Sie mal hin, laden Sie Ihren Nachbarn ein, mit dem Sie nur so ein Grußverhältnis haben und sagen, du Karl-Heinz, ich wollte dich auch mal einladen bei uns in die Gemeinde hinein. Da geht bei dem sofort, er sagt ganz freundlich, nein, danke. Er hat keine Lust, sind all die Vorurteile, kommt er nicht. Aber wenn der bei Ihnen in der Schuld steht, so richtig tief in der Schuld steht, dann kommen die Leute. Sie wissen, dass ich Jäger bin. Wir haben früher im Yachtrevier, waren wir zu drei Leuten, die wir das hatten, gepachtet hatten. Und haben immer so gesagt, wir geben jedes Jahr jemanden, der keine Jachtmöglichkeit hat, einen Bock frei. Das ist für einen Jäger was ganz Besonderes, wenn er Bock schießen kann. So, und dann durfte der einen Bock schießen, musste nichts bezahlen. Und wenn er einen Bock geschossen hat, war mal aufgebrochen und sowas halt dem geholfen, mit dem auch gebetet. So, da war der in unserer Schuld. So, wenn man den eingeladen hat und hat gesagt, komm doch mal, die sind gekommen. Natürlich sind die gekommen, weil die natürlich sagen, ich muss ja, so ist der Weltmensch gestrickt, nicht? Hier tut mir jemand was Gutes, das muss ich so ein Stück weit vergelten. Das ist eine ganz andere Offenheit. Deshalb sage ich, Ehrung vor Bekehrung. Ich habe das immer schon gesagt, wenn wir Leute zur Evangelisation einladen, die wollen alle nicht kommen, das muss uns klar sein. Da müssen wir was investieren, damit die in unserer Schuld sind, damit die kommen und sagen, ja, um dieser Willen Dinge komme ich halt. Also das ist ganz wichtig. Und wenn dann Leute auch eingeladen werden, ist das wichtig, dass man sich auch um die kümmert. Ob die in den Gottesdienst kommen, ob die zu einer Evangelisation kommen, abholen am besten, bei denen bleiben. Nicht sagen, ich bin ja in der Gemeinde beheimatet, lauf rum und jetzt spreche ich erstmal mit all den anderen Leuten, die da sind. Knutschi, Lutschi, Bussi, weiß ja Kuckuck was halt nicht, aber nicht mit dem, den ich hier eingeladen habe. Also das ist ganz wichtig, dass man dann auch dem die Aufmerksamkeit stellt, vorstellt, einführt. Die kommen als Fremde zu uns halt. Wichtig, man muss auch, da kommen wir gleich auch irgendwann zum Thema kommen, also es hilft nichts immer nur dem Rasenmähen und weiß der Kuckuck alles was Gutes tun. Irgendwann muss auch klar sein, dass der klar das Evangelium hört. Darum beten, dass der Herr auch den richtigen Zeitpunkt schenkt. Aber wie gesagt, das muss dann deutlich kommen, klar auch sagen, du und heute möchte ich mal mit dir über Jesus sprechen, da kommen wir gleich auch noch über so ein Gespräch, wie man das führen kann. Auch das ist wichtig, aber da auch darum beten, dass der Herr den richtigen Zeitpunkt gibt. Man kann vieles an Kleinigkeiten tun. CDs weitergeben, MP3s, Traktate, gute Bücher verschenken, Losungsbuch, neunkirchener Kalender. Das sind so kleine Dinge. Und selbst wenn man 10 Losungsbücher verschenkt hat und 9-mal die Dinger weggeschmissen werden, einer liest es vielleicht und Gott kann etwas tun. Auch das sind so kleine Dinge, die man setzen kann, wo man die Leute langsam heranführen kann. Ich habe jemanden, auch einen Yachtkameraden, der nicht gläubig war, Losungsbuch geschenkt. Irgendwann habe ich dem, was 3-4 Jahre gemacht, hatte ich kein Buch mehr geschenkt. Dann rief der an und sagt, wo bleibt denn mein Losungsbuch? Also der hat gelesen, der hat tatsächlich gelesen. Also seitdem kriegt er jedes Jahr von mir ein Losungsbuch geschenkt halt. Ne? Auch das wichtig bei der Mission und Evangelisation. Es passiert, dass Menschen direkt erreicht werden, gar keine Frage. Aber meistens sind die Dinge, jemanden zu Jesus bringen, eher einem Marathon gleich, denn einem Sprint. Und wenn man das weiß, frustriert man auch nicht so leicht. Und manches, was wir tun, das möchte ich immer wieder sagen, an missionarischen, evangelistischen Bemühungen, das geht nicht auf, sondern wir sterben, oder das geht nicht auf zu unseren Lebzeiten, sondern wir sterben darüber und dann kommen die Leute später zum Glauben. Und das darf ich wirklich sagen, ich weiß nicht, wie oft ich das schon, da rede ich jetzt nicht von Dutzende Male, hunderte Male, wenn mir Leute gesagt haben, ja, meine Tante Anna und die Oma Luise und wer auch immer, die haben immer für mich gebetet, die haben immer erzählt, ich wollte davon nichts wissen. Ach, und wenn sie das doch mitgekriegt hätten, dass ich jetzt, ich sage dann immer, wissen die jetzt, sind in der Ewigkeit, also da nicht frustriert sein, das gilt auch für euch und für sie, für eure Kinder und Enkelkinder. Rein investieren, beten, nicht frustrieren lassen. Da ist ganz vieles einfach, was passiert in der unsichtbaren Welt. Und das geht viel, viel später, nicht unbedingt. Ich will es auch nicht sagen, irgendwie, dass es jedes Mal aufgehen muss. Aber vieles von dem, was wir ausstreuen, geht auf, ohne dass wir es sehen. Also da wirklich auch immer wieder Mut haben, halt auch dann dran zu bleiben. Und eines nicht vergessen, das muss man auch deutlich sagen, Mission ist geistliches Kampfgeschehen. Das heißt, wenn wir versuchen, jemanden zu Jesus zu führen, heißt das gleichzeitig auch, wir versuchen, ihn rauszureißen aus der Wirkgewalt des Widersachers. Und das provoziert Gegenschläge. Davon spricht die Bibel, dass wir gerüstet sein müssen. Und da müsst ihr aufpassen.
Deshalb ist das Gebet auch so wichtig, zu sagen, nicht nur für einen selber, sondern auch, dass wenn man gerade missionarisch unterwegs ist, dass man den Leuten das sagt, in seinem Hauskreis, in der Gemeinde, bitte faltet für mich mit die Gebete, die Hände, damit wir zusammen beten, einmal um meinen Schutz, das, was ich Ihnen eben sagte, für die Pastoren, für die Prediger, die vorne stehen, für die Missionare, aber auch für jemand Einzelnen, wenn er dann diesen Weg geht, was wichtig ist, dass er wirklich Schutz im Gebet hat, das ist etwas ganz, 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 ganz Wichtiges, weil das lässt der Widersacher sich nicht ohne Gegenwehr gefallen, dass sowas kommt, er schießt zurück, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, planvoll nach vorne gehen, das heißt, wir müssen uns, ich sage das mal so nüchtern, mit den Objekten beschäftigen, mit unseren ungläubigen Gesprächspartnern. So wie der Jäger gut beraten ist, wenn er auf die Wildschweinjagd geht, zu wissen, was denn so ein Wildschwein gefällt, wo der Angst davor hat, das Wildschwein, wie die einfach zu kriegen sind. Und ich sage das ganz bewusst mit diesen drastischen Worten, damit ich da zum Ziel kommen kann. Genauso ist es bei der Mission. Wenn ich nicht weiß, was mein Gegenüber von den Gedankenvorstellungen hat, was ihn prägt, dann wird es schwieriger. Dann rede ich häufig über den Kopf hinweg. Nochmal, deshalb werden wir trotzdem nicht durch die Intellektualität ihn zum lebendigen Glauben bringen. Aber, dass wir ihn erreichen können und dass er sich einladen lässt, das ist wichtig, dass wir gewisse Dinge einfach vor Augen haben. Und ich möchte einfach mal so ein paar generelle Dinge sagen, die einem begegnen, wenn man mit Menschen spricht, die nicht im Glauben stehen. Das Erste, viele Menschen begründen ihr nicht vorhandenes geistliches Leben mit einem vermeintlichen Killerargument. Da haben die im Konfirmandenunterricht eine schlechte Erfahrung mit ihrem Pfarrer gemacht. Der hat mit dem Schlüssel nach ihnen geworfen oder weiß der Kuckuck irgendwas. Also sind alle so Dinge, ich erzähle jetzt von allen Sachen, die ich alle schon gehört habe. Und deshalb kann ich nicht glauben. Oder aber, ich habe es selber nicht erlebt, sondern man versteckt sich hinter irgendwelchen Dingen, die die Kirche gemacht hat. Ja, aber die katholischen Priester unten in Bayern, die die kleinen Jungs angepackt haben. Das dann ist dieses eine Killerargument und daran halten die sich fest. Und wenn man dann im Gespräch mit denen darüber weiterredet, über diese Dinge und sich darauf einlässt, kommt man nie bei Jesus an. Aber das ist genau das Problem, das muss man wissen. Viele haben so ein Killerargument. Ich werde gleich zu einigen dieser Killerargumenten was sagen. Die kommen hin oder Thema mit der Schöpfung halt, dass sie sagen, ja, aber die Wissenschaft hat doch erwiesen, 13,8 Milliarden Jahre steht das Ding, die Bibel sagt, 7 Tage, kann nicht stimmen, deshalb ist alles mit Jesus falsch, Punkt. Das sind so Killerargumente. Und wenn die kommen und ich stehe dann so in der Ecke und kann gar nichts zu sagen, dann ist auch alles mit erledigt. Der hat für sich wieder seinen Sieg errungen im argumentativen Austausch. Und damit ist das Gespräch hin und dann traut sich der andere auch gar nicht mehr, weil vermeintlich ja, der hat mich ja ausgenockt. Deshalb sage ich, für diese Argumente muss man für diese Dinge gerüstet sein, dass man Antworten gibt, da kommen wir gleich noch zu. Viele Menschen treten in einem Gespräch über den Glauben erstmal sehr selbstsicher und gebildet auf und spiegeln ein wirkliches, vermeintliches, erfahrenes Glaubensleben oder auch nicht vor. Also ich war auch auf einer christlichen Schule und da haben wir jeden Morgen Andachten gehört und ich habe die Bibel 2-mal durchgelesen. Glauben Sie mir, das stimmt in den allerseltensten Fällen. So, die sind vielleicht mal ein halbes Jahr irgendwo gewesen oder die haben vielleicht noch eine Bibel in der Hand gehabt, aber die wenigsten Menschen haben die Bibel komplett durchgelesen. Und wenn man dann mit Leuten spricht, merkt man ganz schnell, dass da nichts ist, Potemkinsche Dörfer. Lassen Sie sich davon nicht ins Boxhorn jagen, so nach dem Motto, ja, der weiß ja alles. Das stimmt ganz häufig nicht. Aber die Leute so treten so auf, als ob. Ja, mein Vater, der ist auch immer in der Kirche gewesen. Als Kind waren wir jeden Sonntag. Da verklärt sich vieles im Hintergrund. Und glauben Sie mir, das sind so Dinge, die stimmen häufig nicht. Viele Menschen haben überhaupt noch nie wirklich über Glauben gesprochen. Die haben irgendein Zerrbild, die wollen sich irgendwie rausreden, werden vom Widersacher gefangen gehalten, aber haben nie wirklich über Evangelium mit jemandem gesprochen, was steht eigentlich in der Bibel drin. Das erzählen mir ganz viele Leute, die zum Glauben gekommen sind, wenn sie sagen, jetzt haben wir erst angefangen. Das sind alles so Dinge, die kriegt man häufig erst mit, wenn Menschen zum Glauben gekommen sind, dass sie dann sagen, ja, wie war es denn vorher, was habe ich denn wirklich gemacht? Also da wirklich, viele haben überhaupt noch nicht über Glauben gesprochen. Haben auch häufig deshalb ein komplett verfälschtes Bild vom Glauben. Da heißt es dann ja, was macht Christentum aus? 10 Gebote halten. Also wenn Sie rausgehen, fragen Sie die Hälfte der Leute am Marktplatz, wird Ihnen das genau sagen, was ist der christliche Glauben? Ja, muss man die 10 Gebote halten.
Ja, also das ist so falsch wie nichts anderes. Natürlich hat es den Gebot was mit Glauben zu tun, aber im Glauben geht es ja darum, dass ich Jesus annehme, dass er mir lebt und ich erlöst bin halt, aber nicht das Halten der 10 Gebote halt. Rechtfertigung des Menschen allein aus Glauben, das kennen die meisten Leute gar nicht. Die machen so Augen, wenn sie ihnen das erzählen. Wenn sie sagen, das habe ich ja noch nie gehört. Und wenn das noch ein Pastor, das ist jetzt meine Rolle, ihnen natürlich dann erklären kann, die sagen, ja, da hat nie einer mit mir drüber gesprochen. Viele Menschen haben darüber hinaus, das ist jetzt nichts Theologisches primär, aber die haben sich nie Gedanken über den Sinn ihres Lebens und das Ziel ihres Lebens gemacht. Die leben nicht anders als ihre Hunde oder ihre Katzen, die sie füttern. Die stehen auf, nach dem Schlafen, essen, trinken, machen ihre Toilette, gehen noch zur Arbeit, dann wird in Urlaub gefahren, das war's. Keine Reflexion über das, was wirklich Sinn meines Lebens ist. Und das bin ich immer wieder erschreckt, wenn ich Leute frage, was ist denn der Sinn deines Lebens? Ja, viel Geld zu verdienen. Und dann sage ich, da bist du hier Angestellter und arbeitest für 2.500 Euro und dann meinst du, das ist der Sinn deines Lebens. Da kannst du nie was werden, sage ich halt. Wenn das der Sinn deines Lebens ist, nimm deine Kohle, fang an mit Aktien zu spekulieren, irgendwas anderes. Aber sonst kannst du nicht den Sinn erfüllen. Oder, also Sie wissen das alle, Ziel des Lebens zu sagen, wenn man die Leute fragt, wo gehst du denn hin, wenn du tot bist? Wenn man die Leute fragt. Wirklich mal fragt, nachbohrt. Und die bringen so eine erste Antwort und wenn man dann ein bisschen bohrt, dann merkt man, da ist bei ganz vielen Leuten nichts. Null. Null. Die haben nie richtig drüber nachgedacht. Das ist ganz wichtig, dass wir das wissen, weil da können wir häufig ansetzen, gerade bei diesen Fragen. Was ist der Sinn deines Lebens? Und das andere ist, was passiert denn mit dir, wenn du tot bist? Ganz wichtige Sache. Hast du schon mal darüber Gedanken gemacht, um da ein Gespräch zu führen über die Dinge, die es dort gibt? Anderes, was Menschen ausmacht, mit denen wir zu tun haben, ist die Angst vor dem Tod oder vor schlimmen Krankheiten. Auch da kann man die Leute bringen. Und bitte lassen Sie sich nichts erzählen, ja, ich habe keine Angst vor dem Tod. So. Wenn das ein wiedergeborener Christ ist, der kann das sagen. Aber glauben Sie mir, jemand ohne Jesus, die Leute haben alle, die kleben an ihrem bisschen Leben halt. Ganz wichtig, übrigens auch viele Christen, die immer noch Angst vom Tod haben, da ist das noch nicht durchgedrungen, dass wirklich Jesus uns ewiges Leben gibt halt. Aber das ist ganz wichtig, da können wir auch ansetzen, einfach bei diesem Punkt zu sagen, nicht, dass wir das instrumentalisieren wollen und über Angst, aber wir können Antworten geben. Zu sagen, hey, ich habe eine Antwort, gerade auf Beerdigungen. Ganz häufig erlebt, dass Menschen nach einer Beerdigung ins Nachdenken kommen. Wenn man dann wirklich klar bei der Predigt das nochmal thematisiert kommt, jetzt können sie nicht ausweichen, gucken noch auf den Sarg. Zu sagen, ja, ist ja eigentlich auch mein Weg. Dass Menschen dann wirklich ins Nachdenken kommen und auch ins Fragen nach Jesus. Wichtig auch, ganz viele Menschen haben eine, na Fragen nachher, ganz wichtig, ganz viele Menschen haben eine Meinung von sich selber, dass sie Christen seien. Die haben zwar überhaupt keine Ahnung von Christentum, aber überhaupt noch steif und fest, ich bin Christ. Und haben auch noch eine Grundsympathie bei aller Kritik. Also irgendwie muss Kirche sein. Ist zwar alles schlecht und für mich nicht, aber schicken beispielsweise trotzdem ihre Kinder in Konfirmandenunterricht. Auch das sind Dinge, die erstmal mal positiv aufgreifen kann. Jetzt kann ich natürlich denen direkt auch die Tür vor der Tür der Nase zuschlagen, zu sagen, hier geht überhaupt nichts. Das ist so ein bisschen auch der Ansatz in manchen freien Gemeinden oder sehr strengen Brüdergemeinden, so nach dem Motto, hier kannst du erst kommen, wenn du wiedergeboren bist. Ich sage immer, man kann auch einen amtshandlungsorientierten Gemeindeaufbau betreiben, halt zu sagen. Wenn man dann Leute interessiert, mitnehmen, einfach wenn sie kommen, gucken, auf Jesus hinweisen. Jetzt kommen wir zu diesen Hauptargumenten, vermeintlichen Hauptargumenten oder Killerargumenten, die viele Leute haben gegen den christlichen Glauben. Wichtig, das, was ich jetzt bringe, ist nicht das, was Sie demnächst in den Gesprächen oder ihr sagen müsst. Also, als Christ ist man aufgefordert, eigenständige Antworten auf diese Fragen zu finden. Also, wir sind hier nicht in einer Sekte, Pastor Latzel, der Sektenführer, und der sagt euch jetzt so nach dem Motto, bei der nächsten Begegnung, bei der Frage, die 5 Antworten hauen wir als Martinianer raus. Nein. Das ist ein Angebot, wo ich zeigen möchte, wie ich reagiere, was ich zum Teil sage, wenn ich mit diesen Dingen Kontakt habe. Das mag euch oder Ihnen vielleicht helfen, dann ist es gut, dann übernehmt das. Wenn ihr sagt, so kann ich nicht sprechen, so will ich nicht sprechen, aber das ist nicht schlimm. Aber sucht Antworten auf diese Fragen, denn wenn ihr Jesus Menschen nahe bringen wollt und wenn es intensiver wird im Gespräch, kommen immer wieder diese Dinge auf euch zu und da muss man vorbereitet sein, dass man sagt, okay, damit kann ich mich auseinandersetzen, da habe ich eine Antwort zu und da kann ich vielleicht zu meinem Gegenüber hilfreich sein. Vielleicht kann ich ihm auch das Feigenblatt dadurch ein Stück weit nehmen, dass er merkt, vielleicht muss ich ja doch anfangen, mal über Jesus nachzudenken. Nochmal, darüber werden wir nicht in die Lage versetzt,
jemanden über unsere Argumentationen ins Himmelreich Gottes zu bringen. Das kann nur Jesus tun. Aber wir können helfen, dass Menschen nachdenkend werden, dass, wie gesagt, manches sich vielleicht bei ihnen verändert und dass sie auf gewisse Dinge einlassen. Erste Frage oder erste Sache, die immer wieder kommt, wenn man über Jesus spricht, wir haben ja auch zum Teil das unten gemacht, dass wir in den letzten Jahren immer unten gar keine großen missionarischen Konzepte gehabt haben, außer dass wir 80 Liter Kaffee hier gekocht haben und haben unten den Kaffee ausgeschenkt. Dann haben wir uns hingestellt, unten, wenn Samstags Markt war, und haben dann so drei Tische gehabt, da lag nämlich auch der Gemeindebrief, und dann haben wir den Kaffee weitergegeben, wollen Sie eine Tasse Kaffee haben? Da gehen die Leute her, ja, wie umsonst? Ja, umsonst. So, die kommen hin, ja, haben sie auch Milch und Zucker, super, kommt sofort die Frage, warum machen Sie das? Jetzt ist eine Sache, jetzt stellen die Frage, dann sagen wir, ja, weil Jesus sie lieb hat. Wir sind hier aus der Kirche oder ich bin hier der Pastor. Ja, und dann ist man nicht immer, aber ganz häufig im Gespräch drin. Und dann stehen die hier bei der Tasse Kaffee, die können ja schlecht weiterlaufen mit so einem heißen Getränk halt nicht. Und dann passieren ganz tolle Gespräche, manchmal auch ganz furchtbare Gespräche, aber vieles ist möglich. Und genau bei diesen Gesprächen kommen auch ganz häufig diese Dinge. Und wenn die Leute dann so eine gewisse Offenheit haben, sagen, ja, das ist ja alles gut, aber wenn es dann ihren lieben Gott gibt, wie kann der denn das ganze Leid in der Welt zulassen? Wenn es einen Gott geben würde, von dem du erzählst, wie ist denn das jetzt hier mit Auschwitz, mit meiner Tante, die ist mit 39 gestorben, drei kleine Kinder und sie kennen und ihr kennt alle diese Totschlagargumente, die Leute bringen. Da haben sie 20 Beispiele am Finger und vermeintlich ist dann die Frage nach Gott erledigt. Ich entgegne immer das Erste. Tja, das ist genauso, wie es die Bibel sagt. Wir leben in einer gefallenen Welt. Diese Welt ist die Katastrophe. Hier herrscht Tod, Krankheit, Elend und Geschrei. Das sagt die Bibel. Wir leben in einer gefallenen Welt. Alles andere ist Irrglaube. Das stimmt nicht. Gott leidet mit den Leidenden. Auch das ist etwas zu sagen. Zu sagen, ja, Gott lässt das zu, weil die Menschen sich in der Sünde dahingegeben haben. Aber er leidet mit den Menschen und er wollte das nicht. Und dann kann man schnell über den Teufel anfangen zu sprechen. Zu sagen, das, was da passiert, das wollte der Teufel, der ein gefallener Engel ist. Da kommt man natürlich tief hinein und da muss ich natürlich auch in der Lage sein, dann über den Teufel reden zu können. Aber ich kann natürlich auch über den lebendigen Gott sprechen, der bei den Leidenden ist. Da ist es dann wiederum gut, dass man sagt halt, wenn man Bibelworte parat hat, im neuen Gemeindebrief, den wir in 6 Wochen bekommen werden, da werden wir demnächst Bibelworte auswendig lernen. Wir haben jetzt ja gemeinsam Bibel gelesen, 1,5 Jahre lang, die Bibel einmal durch. Wir werden jetzt anfangen, Bibelworte auswendig zu lernen. Wir werden jedes Mal in jedem Gemeindebrief 10 Bibelworte haben. Da gibt es das jetzt 10-mal hintereinander, dann sind 100 wichtige Bibelworte. Die werden nicht abgefragt, keine Angst, aber auch das ist eine Sache, Instrumentarium, dass man sagt, okay, gerade bei so einem Punkt hier, also jetzt, ich sage, Gott leidet mit den Leiden. Jesus Christus sagt, Matthäus 11, Jesus Christus spricht, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, das will er machen. Er ruft sie gerade zu sich im Leid. Und wenn man dann erzählen kann, ja, als Pastor, das ist dann meine Sache zu sagen, ja, ich habe so viele Krebskranke begleitet, so viele Menschen, die im ganz schlimmen Leid gewesen sind und die haben gerade im Leid erlebt, wie groß Gott ist. Das war in die Hilfe, wo niemand mehr helfen konnte. Der lebendige Gott war da. Davon dann einfach zu sprechen, dass gerade im Leid sich Gott offenbart. Dann ein anderes, was ich zu dem Punkt erzähle, ist, Gott wird alles Unrecht, alle Übeltäter bestrafen. Ich sage dann, das, was in dieser Welt an Leid passiert, ist alles Menschenschuld. Und alles, was die Menschen an Schuld machen, wird Gott bestrafen, es sei denn, sie gehen unter das Kreuz. Das ist eben auch so eine Antwort auf das Leid, dass ich sage, es ist nicht nur des Teufels Schuld, es ist der Menschenschuld, die verursachen das. Wenn Krieg ist, wenn Auschwitz ist, das haben Menschen gemacht. Und dann kommen die Leute und sagen, ja, aber Erdbeben, die Krankheit und dieses Schicksal, ich sage auch Leute, ich sage, Gott hat uns Möglichkeiten gegeben. Wenn wir alle unsere Kapazitäten als Menschen reinstecken würden in die Krebsforschung, ja, da wäre diese Krankheit besiegt. Wenn wir so leben würden wie die Bibel, wären ganz andere Dinge möglich halten. Wir könnten, wenn, aber wir tun es ja nicht. Deshalb ist es immer Schuld der Menschen. Muss niemand am Tsunami sterben. Wir können alle erdbebensichere Häuser bauen. Wir können Tsunami-Warnsysteme, aber die meisten Menschen haben kein Geld, weil die Reichen alles behalten. Das sind alles so Dinge, wo man sagt, das sagt die Ethik der Bibel halt ganz klar, wo man Antworten findet. Das muss man nicht stehen lassen, sondern diese Dinge kann man kontern. Nächster Argument, was immer wieder gesagt wird. Wie ist die Schöpfungsgeschichte mit diesen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen in Einklang zu bringen? Das ist das Erste, was ich sage. Sage ich, haben Sie denn schon mal die Bibel gelesen? Ja, sagen die, natürlich habe ich die gelesen. Wir wollen ja, will ja keiner irgendwie so der Unkenntnis so. Und dann sage ich, ja, dann wissen Sie ja auch, dass genau der Schöpfungsbericht, 1. Mose 1 bis 3, alles genauso beschreibt, wie das vermeintlich die Naturwissenschaft auch sagt. Erst war da nichts.
dann war da das Wasser und aus dem Wasser dann erst die Fische und dann wurde das genauso beschrieben, eben in diesen Zeitabschnitten. Das wissen Sie doch genauso. Ja, ja, dann bin ich schon mal leiser, weil da haben Sie meistens nicht drüber nachgedacht. Und wenn man Ihnen dann erzählt, ja, in der Bibel wird ja auch beschrieben von einer Zeit vor dem ersten Schöpfungstag, nicht als Tohuwabohu, haben Sie sich darüber schon mal Gedanken gemacht? Dann wird es natürlich ganz still zu sagen halt, aha, was ist denn das für eine Zeit gewesen? Die Erde war wüst und leer. Und dann beginnt die Schöpfung. Was ist denn mit diesem Zwischenraum? Dann dieses Bibelwort nicht, 1000 Jahre sind vor die wie ein Tag, dass das Zeitverhältnis vor Gott nicht das menschliche ist. Das erkläre ich dann auch immer wieder zu sagen, dass Gott die Zeit geschaffen hat. Also es gibt ja einen Moment, wo Gott die Zeit geschaffen hat. Lesen wir 1. Mose 1 und Gott, Offenbarung 10, schafft die Zeit wieder ab. Die gibt es gar nicht. Das heißt, auch diese Angaben vor Gott, ist das eine ganz andere Sache, die er tut in der Ewigkeitsdimension, als wir es hier in dieser Begrenztheit sehen. Und das Interessante ist ja, dass genau das von der modernen Physik bewiesen ist. Es gibt kein Zeit und keinen Raum. Es ist alles nur relativ. Es ist eben nicht gefixt nach Einstein. Aber unsere gesamten Dinge, die wir lernen in der Schule, sind eben durch andere Systeme bei Ihnen drin. Das versuche ich den Leuten dann auch nahe zu bringen. Und dann sagen sie, oh, dann könnte das ja doch übereinstimmen. Ja, ganz genau. Ich sage, das war der Vorwurf, den Einstein dann sich machen lassen musste von einigen Atheisten. Und gesagt, ja, wenn das stimmt mit ihrer Relativitätstheorie, dann beweisen wir am Ende die Bibel halt. Ne? Zu sagen, weil bisher war man ausgegangen, da hätte es ein Kontinuum gegeben halt. Nicht? Die Welt hätte immer bestanden. Bis dahin haben wirklich alle gedacht, die Welt war immer, also die ungläubigen Physiker. Dann ist gesagt worden, die Welt hat einen Beginn mit dem Big Bang, die beginnt, ja, genauso sagt es die Bibel. Das auch dann zur Relativität von wissenschaftlichen Äußerungen halt zu sagen, das, was wir lernen in der Schule, selbst im Oberstufenunterricht in der Physik, ist tatsächlich alles nicht richtig, weil es auf den Newtonschen Gesetzen beruht und nicht auf dem, was Einstein gesagt hat, weil es die Leute gar nicht verstehen können. Also wie gesagt, das sind dann so Dinge, die bringe ich an den Punkt dazu. Ich habe zum Beispiel mit dem Kuchen. Ich sage den Leuten dann auch immer, wissen Sie, mit der Schöpfung ist es wie, wenn ich sonntags mit meiner Frau Kaffee trinke. Ob die am Samstag in der Bäckerei war und hier bei Knigge die Schwarzwälder Kirsch gekauft hat oder ob die sich hingestellt hat und in 4 Stunden den Kuchen gemacht hat, ist mir vollkommen egal. Wenn ich am Sonntag da sitze, sage ich, danke Schatz, dass wir so einen leckeren Schwarzwälder Kirschkuchen da stehen haben. Also für mich persönlich, das ist meine Sache, ist diese Sache nicht relevant. Erzähle ich den Leuten sozusagen, also für mich ist das nicht das Thema. Aber Antworten geben, wie gesagt, nicht meine, ihre Antworten halt, das ist wichtig. Immer wieder wird gesagt, ja, ich habe meinen Glauben an Gott, aber ich brauche keine Kirche, keine Gemeinde. Ich frage die Leute da immer, wann haben Sie das letzte Mal Gott sprechen hören? Mal ganz ehrlich, Gott hat direkt zu Ihnen gesprochen. Ja, als ich das letzte Mal war am Berg und da war ich mit der Frau im Gipfelkreuz und ach und die Schöpfung und das war so schön. Ich war so dankbar für alles. Ich sage nochmal, wann hat Gott zu Ihnen gesprochen, wo er klar gesagt hat, du brauchst keine Angst zu haben. Du bist falsch auf deinem Wege. Du kannst getröstet in das Morgen gehen. Du geh diesen Weg nicht, das ist Sünde. Wann haben Sie das letzte Mal gehört? Dann sagen die Leute, ja, so spricht Gott nicht zu mir. Sage ich, doch, so spricht er, wenn Sie mit Jesus gehen, wenn Sie ihn annehmen halt. Und sage ich, dass die Freude an der Schöpfung ist etwas anderes, als zu hören, wie der Schöpfer zu mir spricht. Ich kann begeistert sein über diese Kirche mit ihrer ganzen Architektur, aber damit hat noch nicht der Architekt, der die gebaut hat, mit mir gesprochen. Und genauso ist es eben etwas hier bei der Frage, wozu ich denn Gemeinde, wozu ich Kirche brauche. Ich muss ja dahin gehen, wo das Wort Gottes verkündigt wird. Ansonsten wird Gott nicht zu mir sprechen. Ich lade Leute dann natürlich ein. Ich gebe Leuten natürlich dann auch Predigten weiter. Ich sage, hören Sie mal rein. Ganz willkürlich. Ich schmeiße den Leuten dann 3 CDs hin, die ich in der Tasche habe, wieder vorbereitet sein. Ich sage, hören Sie die einfach mal irgendwann. Ist von mir, schmeißen Sie hinterher weg oder geben Sie weiter. Aber hören Sie sich an. Und ich wusste nicht, dass ich Sie heute Morgen hier treffe. Also nicht draußen. Und hören Sie einfach mal, was Gott Ihnen sagt. Keine Ahnung, was Ihre Situation ist. Machen Sie. Und Sie glauben nicht, was da Reaktionen kommen. Was Leute sich später melden, zum Teil Wochen später, die anrufen und sagen, das gibt es nicht. Die eine CD, die Sie mir gegeben haben, Volltreffer. Sie wissen, ich hatte keine Ahnung. Das war dieser Gott, jetzt haben Sie ihn gehört halt, nicht? Und dazu brauchen Sie Gemeinde, dass Sie von jemand anderem sagen, das tröstende Wort, das befreiende Wort, das kann ich mir nicht selber sagen, da brauche ich den Bruder, die Schwester dazu halt. Da gibt es eine ganze Menge andere Dinge, die ich erzähle, über die Notwendigkeit einfach von dem, was Kirche angeht, auch bei der vierten Frage, wenn dann gesagt wird, die Kirche hat zu viel Schuld und sowas zu sagen, da fange ich erst gar nicht an, die Kirche zu verteidigen, da erzähle ich den Geschichten, was die noch gar nicht wissen. Aber sage ich, wissen Sie, trotzdem arbeite ich für diesen Laden, weil wir diesen Gott brauchen, weil wir den Leib brauchen halt, nicht weil wir drin sind halt, weil wir
Diese Gemeinschaft brauchen, die Jesus gesagt hat, da wo sie sind, zwei oder drei, da bin ich in Besonderheit mitten unter ihnen. Ich lade natürlich auch Menschen zum Gottesdienst ein und sage ich auch hier, ausprobieren, so wie eben bei Nathanael. Kommen Sie einfach mal, ich lade Sie ein, gucken Sie sich das einfach mal an. Ich sage Leuten auch dann immer so ein bisschen provokant, wenn es Ihnen nicht gefallen hat, lade ich Sie im Anschluss zum Essen ein oder Sie kriegen einen Gutschein von mir. Das hat noch nie einer ausprobiert, zu sagen, wenn die Leute kommen, zu sagen, halt einladen. Ich sage, ich bin manchmal auch so, dass ich den Leuten sage, knallhart, das da kann ich natürlich als Pastor anders als Sie sagen, zu sagen, ich stehe hier im Namen des lebendigen Gottes. Ich bin Profi-Christ und ich muss heute hier sein. Ich muss es Ihnen sagen im Namen des lebendigen Gottes. Das ist natürlich so auch, wenn nichts mehr weitergeht, bin ich da sehr, sehr hart. Das trifft manche Leute, manche werden da auch sauer drüber. Aber zu sagen, warten Sie ab, merken Sie sich den heutigen Tag, merken Sie sich meinen Namen. In der Ewigkeit wird Gott Ihnen das sagen, wenn Sie verloren sind. Damals habe ich dich klar gerufen. Das ist dann so ein Punkt, wo ich sagen muss, einfach zu sagen, dafür ist Kirche da, zu sagen einfach, damit sie die Botschaft hören. Ich sage nochmal, das müssen Sie nicht tun. Und das kann man als Amtsträger anders machen. Aber was glauben Sie, was das bei Leuten reinzimmert, wenn Sie vor dieser Kirche stehen? Die denken darüber nach. Also so braun und so abgebrüht sind die wenigsten. Ich merke das, wenn Leute zum Teil eine halbe Stunde später wiederkommen oder wenn die einen anschreiben und sagen, das geht so nicht, das nehmen Sie zurück, weil die Angst haben. Nicht zu sagen, vielleicht gibt es ja doch etwas, vielleicht ist ja doch etwas dran. So sagen. Nochmal, damit bringe ich niemanden zum lebendigen Glauben, aber zum Nachdenken und eventuell zum Weiter, dass Leute kommen. Auch diese Dinge passieren, Gott sei Dank. Anderes Totschlagargument ist diese Geschichte halt, ja, die Religionen. Sie stehen jetzt hier und bieten ihr Christentum an, aber drei Straßen weiter stehen die Muslime mit ihrem Islam oder die Buddhisten mit ihrem Buddha oder die Hindus und weiß der Kuckuck alles was. Und dann zu sagen, ja, wer hat denn Recht? Und dann erkläre ich Ihnen eben den Religionsbegriff, zu sagen, dass Religion immer nur Streben des Menschen ist und dass das Judentum eine Religion ist, dass der Islam eine Religion ist, dass der Buddhismus eine Religion ist und dass das Christentum, wenn es falsch verstanden wird, nämlich du musst 10 Gebote erfüllen, auch eine Religion ist, weil der Mensch etwas tun muss, um irgendwie vor Gott bestehen zu können. Es gibt irgendwelche Vorschriften im Koran oder im Alten Testament, und die muss ich machen und wenn ich die alle gemacht habe, dann kann ich vor Gott bestehen. Und alle Leute, mit denen ich bisher Begegnung hatte, die nicht gläubig sind, haben genauso auch gedacht, dass das Christentum genauso ist. Ja, so muss es doch funktionieren. Du als Mensch musst Leistungen bringen und dann ist der liebe Gott dir gnädig und hat dich lieb und dann gibt er dir was für. Und sagen, so ist es überhaupt nicht. Du machst gar nichts, er gibt dir alles, er wird Mensch, erlöst dich und alles ist dir geschenkt. Das ist der wahre Glaube. Gott tut alles, der Mensch nichts mehr. Allein durch Jesus Christus halt. Das ist immer das ganz Gute, wenn diese Frage kommt, kann man sehr gut zu Jesus kommen, zu dieser Alleinstellung, wo man sagt, nein, wir sind nicht, wie die Leute so ein Verständnis haben, hier gibt es Judentum, Christentum, Islam, Buddhismus, wie FDP, CDU, AfD, weiß der Kuckuck was, sagen, wir sind ganz anders, wir sind keine religiöse Partei, wir sind etwas ganz anderes. Ich erzähle dann zum Beispiel immer, dass ich in meiner ersten Gemeinde, als Vikar noch, als ich dort mich umgemeldet habe, habe ich, als da stand Religion, katholisch, evangelisch, habe ich gesagt, nichts. Die Mitarbeiterin dort, das war am Möhneburg, Einwohnermeldeamt halt, die hat gesagt, die kam bei uns aus der Rauschelshausen, ja, Sie sind unser Pfarrer, Sie sind doch evangelisch. Ich habe aber keine Religion, das war ich damals so, wollte das eben nicht sagen. Ich wollte nicht für mich annehmen, dass ich eine Religion habe. Sondern eben zu sagen, ich habe den lebendigen Gott und deshalb tue ich nichts mehr. Religion heißt eben Bemühung des Menschen. Also das nur angerissen eben, 5 Fragen, es gibt noch andere Dinge halt, aber da zu sehen, da müsst ihr Antworten drauf haben. Und wenn ihr weitere Fragen habt, ich kann immer nur Mut machen, bläst euch da, fragt euren Pastor, andere gläubige Brüder, was kann man denn lesen? Könnt auch gerne zu mir kommen. Ich kann versuchen, auch zu helfen, dass man sagt, wie kann ich denn, wenn ich die Frage selber nicht beantworten kann, da hineinzukommen. Ich sage das immer wieder, ich werde viel zu wenig angefragt, ob dieser theologischen Dinge, entweder ist die Gemeinde so gebildet, oder aber ich bin so schlecht, dass ich es erklären kann, oder aber ihr habt manchmal Hemmung, dass er sagt, er hat zu viel. Also bitte kommen, ruhig fragen, damit ihr weiterkommen könnt, damit ihr Antworten auf Fragen geben könnt. Das ist ganz wichtig, dass ihr da bereit seid oder fähig seid, entsprechend darüber zu sprechen. Das nennt man Apologetik, eben auch den christlichen Glauben zu erklären, zu verteidigen, dass wir müssen nicht im Gespräch das so stehen lassen, wenn uns irgendeiner was erklärt. Nein, da können wir was gegenhauen und dann stehen die nämlich da und können nichts machen. Zum Schluss noch einmal das vielleicht zusammengefasst, um das vielleicht dann auch so ein bisschen da Fleisch dran zu kriegen. Was können wir denn jetzt machen? Wunsch wäre von mir, jeder von euch sagt, okay, ich kenne jemanden,
der noch nicht wiedergeboren ist, und den versuche ich wirklich mal in ein Gespräch über Jesus zu verwickeln oder mit ihm über Jesus zu sprechen. Auch hier generell, manchmal ist Gespräch nicht der richtige Weg, manchmal ist es besser, einen Brief zu schreiben. Es gibt so Geschichten, da ist der eigene Bruder, die eigene Schwester, mit denen hat man schon 20 Mal gesprochen, das Gespräch läuft immer auf derselben Art und Weise ab, da kommen so all die Reinszenierungen des Familiendramas, man kommt gar nicht durch. Und da ist es gut, dass man mal sagt, weißt du, wenn dann so ein Gespräch sich immer wieder verheddert, einfach mal einen Brief nehmen und dem schreiben erstmal, was er für ein toller Mensch ist, warum man ihn so schätzt, warum man ihn so lieb hat, und sagen, eins möchte ich dir gerne nochmal sagen, und schreib dann nochmal, lieber Johann oder liebe Elsbeth, wie auch immer, ich wollte dir Folgendes nochmal sagen. Es gibt etwas ganz Wichtiges, was du leider noch nicht hast, die Beziehung zu Jesus. Und ich wünsche mir so und bete schon so lange dafür. Und wenn man das dann schreibt, in einer ganz lieben Form, dann können die erstmal nichts sagen. Das müssen die lesen. Und so einen Brief kann man sich auch 3-4 Mal überlegen. Den kann man dann wegschmeißen, das ist gar kein Problem. Also Gespräch ist nicht immer indiziert. Manchmal ist es so, ist es besser, einen Brief zu schreiben halt. Da erreicht man manchmal mehr mit. Aber wenn es zum Gespräch kommt, da nochmal einfach das zusammengefasst. Einen haben, der nicht im Glauben ist, beten. Auch ein Bibelwort überlegen vorher, wenn man zum Gespräch kommt, auch Gott im Gespräch, im Gebet bitten, Herr, gib mir den richtigen Moment, jetzt mit ihm zu sprechen. Bitte, darum auch bitten, dass es der richtige, der Kairos, so nennen wir das, dass das wirklich geschenkt ist, der richtige Zeitpunkt. Und wenn man dann irgendwann in diesem Gespräch ist, wenn man sagt, okay, in diesem Gespräch möchte ich die Rede auf Jesus bringen, denn der wird nicht von sich aus fragen, du bist doch gläubig, erzähl mir mal von deinem Heiland, sondern das müssen wir schon initiieren. Also da muss es zum Bruch im Gespräch kommen, zu sagen, wenn das dran ist, wirklich auch noch während es gibt, oh, ich sage, Herr, hilf mir jetzt, nicht? Wenn er redet, jetzt bitte, wenn jetzt, bitte, Herr, hilf mir, sich von ihm führen lassen. Und dann, wie gesagt, klar über Jesus sprechen, auch da klar sagen, was Sache ist, nicht irgendwie so ein bisschen, da gibt es hier irgendwie den Gott, der dir helfen kann oder so, das ist auch gut, sondern zu sagen, hast du Jesus nicht, bist du verloren. Und ich will nicht, dass du verloren gehst. Du musst gerettet werden halt, du brauchst Erlösung. Und dann auch eine Einladung aussprechen, komm doch mal mit zum Gottesdienst, hör dir das doch mal an, hier hast du eine CD, hier kannst du das vertiefen, einfach was weitergeben, dass man was in der Hand hat. Und wenn man das Gespräch hat, nachher beten, dem ruhig nochmal eine Karte schreiben, dabei bleiben halt, dass man sagt, okay, das muss auch weitergehen. Also wirklich, das wäre was Tolles, wenn ihr sie das aus dem Abend mitnehmt, dass ihr sagt, jawohl, da gibt es jemanden, und mit dem will ich einfach auch über Jesus sprechen, dem möchte ich begegnen. Und dann mag das so eine kleine Hilfe gewesen sein. Wir haben kurz nach 8:30. Ich mache an der Stelle einen Punkt. Verabschiede mich von den Geschwistern, die uns über das Internet zugeschaltet sind. Es geht nächste Woche weiter. Dann mit dem Thema, ich muss jetzt gerade noch einmal schauen. Anfechtung und Versuchung. Seien Sie Jesus anbefohlen. Tschüss.